Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr hattet die Möglichkeit, mir auf Instagram eure lustigsten Formel 1 Momente, Crashes und was weiß ich was alles zuzusenden. Und heute, in diesem Video, werden wir da mal drauf reagieren. Bevor wir so richtig mit dem Video loslegen, möchte ich euch kurz auf meine Fantasy-Liga hinweisen. Den Link dazu findet ihr ganz oben in der Beschreibung. Kurz für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Im Prinzip beginnt man das Spiel mit einem Budget von 100 Millionen. Ingame natürlich, muss sich daraus ein Team aus 8 Fahrern zusammenstellen. Und je nachdem, wie diese Fahrer performen im Real Life, bekommt man dann ja eine gewisse Punktzahl. Und so können wir uns dann gegenseitig ein bisschen betteln. Ich werde da auch mitmachen. Ganz, ganz viele sind schon dabei. Also, falls ihr da auch Bock drauf habt, checkt gerne den obersten Link in der Beschreibung aus. Und dann natürlich kostenlos, das möchte ich nochmal erwähnen, da ihr zahlt da gar nichts, kein Cent. Ja, und dann legen wir auch schon los. Wir beginnen nicht mit einem Video, was ihr mir auf Insta habt zukommen lassen, sondern mit einem Video, das ist von einem Kumpel von mir, von 2016, wie ihr sehen könnt, also von vor über 5 Jahren. Da haben wir damals ein Online-Rennen gemacht, also ich mit noch 2 weiteren Kumpels, und dabei ist eine der legendärsten Szenen entstanden, die ich, glaube ich, so jemals in einem Formel-1-Spiel gesehen habe. Das war einfach nur crazy, das war damals F1 2015 noch. Ich bin dann natürlich auf Platz 1 in dem Williams, wie sich das gehört. Ja, seht einfach selbst, das ist einfach nur völlig crazy. Sowas habe ich danach, glaube ich, nie wieder gesehen. Und boah, sowas wird man so schnell auch nicht mehr erleben. Oh, Rick. Boah, ich... Alter. Ich muss jetzt schon lachen. Alter! Guckt euch das mal an, wo der hingeflogen ist. Ist einfach nicht normal. Leider haben wir da nicht mehr die Onboard-Perspektive von dem Ferrari. Was schade ist, die hätte ich echt gerne gesehen, aber auch so ist das einfach nur legendär. Ich hoffe, dass eure Clips da mithalten können und dass wir da was ähnlich Krasses sehen, aber das wird sehr schwer zu schlagen sein. Schaut da übrigens gerne vorbei, lasst ihm einen Kommentar da, da freut er sich bestimmt. Und dann gehen wir auch schon rüber zu euren Clips. Einschicken konntet ihr die mir auf Insta mit dem Hashtag Kaye_MGMG, wie auch immer ihr wollt. Da haben 52 Leute das gemacht. 52 Clips haben wir hier. Ich weiß nicht, ob wir uns alle anschauen werden, aber ich werde da halt mal so durchgehen. Und die lustigsten, die werden auf jeden Fall im Video bleiben. Falls ihr selber auch gerade merkt, dass ihr irgendwelche lustigen Momente habt, die ihr gerne mal zeigen würdet, postet die einfach auch hier auf Insta mit dem Hashtag KMG, wie gesagt. Und vielleicht, wenn da viel zusammenkommt und wenn ihr da Bock drauf habt, machen wir irgendwann noch einen zweiten Teil. Ich habe mir die Videos übrigens im Vorfeld nicht angeschaut, von daher bin ich mal gespannt, was uns da erwartet. Hier sind wir auch schon in Bahrain, so wie ich das sehe mit dem Williams hier. Adam Jolocek hat das eingeschickt. Ist das vielleicht schon sowas ähnliches? Wow! Ja, das ist so eine sehr abgespeckte Version von dem, was wir gerade gesehen haben. Aber das in F1 2000... Ist das 2019 oder 20? Ich bin mir peinlicherweise gerade nicht sicher. Ich glaube 2020, ne? Aber krass, das gibt's also immer noch. Das ist nicht nur ein Ding, was es in 2015 gab, sondern auch jetzt noch. Natürlich aber nicht ganz so krass. Machen wir direkt mal hiermit weiter. Aaron_LP. Was haben wir da? Der Klassiker, der Klassiker. In der Kurve passiert so ein Fehler, verdammt leicht. Aber geile Lackierung hast du da, so ein BMW Twin Power irgendwas. Sehr cool, sieht sehr geil aus. Wahrscheinlich am PC mit irgendeiner Mod, oder? Ja, aber ganz klassisch. Ist aber krass, wie das Hinterrad dann so hängen bleibt. Das habe ich so, glaube ich, nicht gesehen. Dass man in der Kurve sich zerlegt, das passiert oft, weil die Wand da echt irgendwie viel, viel näher ist, als man das erwartet. Und man da ganz leicht weit rauskommt. Aber das ist so, das halbe Auto zerfetzt, das ist schon selten. Oh, hier sehe ich alleine am Vorschaubild schon, was passieren wird. Der untersteuert einfach in die Boxenmauer, oder? Oh ja, in Spanien ist das an der Boxeneinfahrt auch Klassiker vom Allerfeinsten. Ich glaube, es gibt niemanden hier unter uns, der das noch nie gemacht hat, oder? Dem das noch nie passiert ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das geht ganz, ganz leicht in dieser Kurve. Ich kann mich auch erinnern, das war in irgendeinem älteren Formel-1-Spiel. Da ist das häufig passiert, dass die KI die Steuerung übernommen hat, relativ früh in dieser Boxeneinfahrt. Und dann hat das Spiel einen selber in die Mauer gelenkt. Ich glaube, das war F1 2015, 16 rum oder so. Ab hier hat das Spiel dann schon gesteuert und hat einen einfach in die Wand gelenkt. Das war echt krass. Oh, was haben wir denn da? Das sieht nicht aus wie Formel 1, aber wenn das lustig ist, dann schauen wir uns das gerne an. Ich weiß nicht, was für ein Spiel das ist, ehrlich gesagt. Das sagt mir gerade nichts. Sieht aber sehr cool aus. Oh. Ja, dem Kollegen scheint's gut zu gehen. Schreibt gerne mal rein, was das für ein Spiel ist. Ich habe keine Ahnung. Wow, holy shit. Der ist ja komplett ganz woanders. Krass. Oh, Monaco. Das kann nur gut werden. Buarari F1. Geiler Name. Ah, nee, das ist gar nicht Monaco. Das ist Abu Dhabi. Ah, okay. Auch ganz... Passiert auch häufig. Ah, das freut mich zu sehen, dass das so Sachen sind, in denen man sich selber wiedererkennt. Einfach hier das Auto verloren am Ausgang der Schikane.
Hat auch so gut wie jeder schon mal gemacht, glaube ich. Und dann ist die Wand da nun mal nicht weit weg. Oh, F1 2019. Hier Orouge, hinauffeuer. Und auch das. Auch das hat, glaube ich, jeder von uns schon mal erlebt. Aber gut gesaved nochmal, muss man sagen. Das hätte viel schlimmer enden können. Da hast du dich echt gut angestellt, das nochmal abzufangen. Orouge ist aber auch so eine... Ich glaube, das sieht aus wie ein Controller-Gameplay. Ey, Orouge mit Controller, das ist nicht normal. Wirklich, da... Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe ja auch vor gar nicht so ewig langen Zeiten auch mit Controller gespielt. Und das geht gar nicht klar. Mit Lenkrad ist es kein Problem. Da kann man es selbst, wenn man so eine Rutsche hat, noch echt gut abfangen. Aber mit Controller, da passiert das so leicht, dass man einen riesen Abflug hat. Oh, Baku F1 2016 ist das, oder? Mit dem Männer damals noch, ey. Oh, lol. Ist das Auto dann noch weitergefahren in der Boxengasse? Ah, das würde mich mal interessieren, wie der Clip weitergeht. Ob das dann wirklich so durch die Boxengasse gehüpft ist. Sieht aber verdammt lustig aus auf jeden Fall. Auch das aber so eine Sache, die ist uns, glaube ich, allen schon mal passiert. Ich bin mir ziemlich sicher, mir auch in einem MyTeam-Video mal. Da haben wir uns, glaube ich, auch mal zerlegt an der Boxenausfahrt. Nicht so extrem. Aber das sind alles so Sachen, die echt häufig passieren. Ich bin gespannt, ob wir gleich noch was sehen, was untypisch ist. Irgendwas krasseres. Vielleicht ja hier. Das sieht mir aus wie F1 2012. Der McLaren von Hamilton müsste das sein. Wow. Okay. Das könnte man als was Untypisches bezeichnen. Alonso muss los, schreibt er da. Boah, fährt er da einfach drüber oder was? Ah nein. Hat's aber probiert. Boah, krass. Krass. War das Absicht? Sollte das so eine Last Man Standing Challenge sein oder war das echt einfach nur ein Unfall? Wenn das keine Absicht war, dann ist es krass. Und auch wenn es Absicht war, dann, dann ist das krass. Sowas muss man erstmal hinbekommen. Oh, Classic Cars, oder? Das sieht mir ganz so aus. Ja, einer der McLarens von 88 vielleicht. Ist das Orouge-Abflug? Oder da fehlt schon der Frontflügel. Ja, wow! Und dann ist das ein Orouge-Abflug. Aber was für einer! Boah. Oh, und der hat sogar noch die Onboard-Perspektive mitgeschickt hier, oder? Ja, geil. Die interessiert mich jetzt sehr. Da ist aber davor... Der hatte doch keinen Frontflügel, ne? Da ist davor schon was schiefgelaufen. Ja, deshalb untersteuert er hier auch so krass. Und dann war das aber... Das war aber Absicht. Das habe ich gesehen. Da hat er extra ein bisschen in die Wand gelenkt, oder? Das sah zumindest so aus, aber trotzdem krasser Abflug, dass man da so in die Luft geschleudert wird. Das sieht man echt nicht häufig, ja, aber das war definitiv Absicht. Oder wenn nicht, dann frage ich mich ehrlich gesagt, was das war, aber es sieht verdammt lustig aus. Weiter geht's. So, da haben wir mal einen Clip aus der TV-Perspektive hier in dem Rennen sogar. Oh, geiler Save, aber bin unbeschadet im Red Bull davongekommen. Ah, du warst der Red Bull? Okay. Ja, krass. Krass, ah, Riesenglück im Unglück nochmal. Sowas ist aber auch, das passiert auch nicht selten, das sage ich glaube ich bei jedem Clip bisher, das passiert nicht selten, ja, aber es ist halt so, es ist halt so, die meisten Sachen, das sind halt so Dinge, die jeder von uns schon mal erlebt hat, wenn man zwei Autos neben sich hat, reicht es halt einmal, wenn man so ein bisschen zu nah an einen von denen rankommt und dann fühlt sich das so an, als würde man irgendwie angesogen werden von denen, aber hier nochmal echt gut gesaved oder wahrscheinlich Glück gehabt, ich glaube, gewollt war das nicht. Jetzt haben wir hier einen Abflug in Österreich, ja, leider hat man da jetzt aber nicht so viel gesehen. Oder passiert da noch mehr? Wow, doch, da passiert noch mehr! Er ist abgeflogen anscheinend in dem McLaren und dann gibt das einen riesen Crash. Ist das online oder war das KI? Das würde mich mal interessieren. Wahrscheinlich KI, oder? Weil so ungebremst wie die da reinballern, ich glaube, so dumm wäre nur die KI. Krass. Krass, krass. Aber diese Ansicht, das ist doch diese Online-Beobachter-Spectator-Ansicht, oder? Na, vielleicht hat er online gespielt mit einem Kumpel oder so und der Rest war KI. Wenn das alles echte Spieler sind, dann frage ich mich schon, ob die, keine Ahnung, was die da machen. Weil ich meine, man sieht ja, dass alle da crashen. Dann muss man schon ein bisschen abbremsen. Oh, Monaco. Da kommen noch einige Monaco-Clips, habe ich gerade schon gesehen, an diesen Vorschaubildern. LOL! Was ist da passiert? Was zur Hölle? Leider erkennt man es nicht. Es hat ja ein bisschen schlecht gefilmt, weil man den Ferrari sieht man gar nicht. Der da so in die Luft geschleudert wird, aber das sah auf jeden Fall spektakulär aus. Achtet aber bitte darauf, wenn ihr so Clips einschickt, dass man wirklich alles sehen kann, weil ich meine, das bringt jetzt nicht viel. Man sieht zwar, wie irgendwas in die Luft geschleudert wird, aber was genau da passiert ist, keine Ahnung, das kann man halt nicht sehen. Oh, hier haben wir mal keinen Clip, sondern nur ein Bild, ein Ausschnitt oder ein Bild von einem Qualifying, ist das vermutlich in der Karriere, schätze ich mal. Einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 Fahrer, die disqualifiziert wurden und 5 KIs auch noch in dem Qualifying. Ich frage mich, was da passiert ist. Oh, ist das vielleicht das, was wir gerade schon gesehen haben? Mit dem Ferrari, der da so hochgeschleudert wird? Er schreibt ja auch, ich lade dann mal die andere Perspektive hoch. Ja, das wird das sein. Das wird das sein. Ja, das ist das tatsächlich. Okay. Sehr cool.
Ah, das war aber Absicht. Die wollten sich raushauen. Okay, das war irgendwie so ein Last-Man-Standing-Ding oder so online. Aber trotzdem krass. Wie der da in die Luft geflogen ist, das ist schon heftig. Das haben wir ja im anderen Clip auch schon gesehen. Und der wunderschöne Ferrari in einem Online-Rennen im Regen in Barcelona. Was passiert dann? Ah, das ist natürlich auch ganz leicht, am Ausgang der Schikane das Auto zu verlieren. Passiert mir auch oft. Selten so krass, dass man es nicht mehr abfangen kann, aber auch das kommt manchmal vor. Und vor allem im Regen ist das halt extrem tricky. Da das auch so eine entscheidende Kurve ist, da will man natürlich alles geben, will so schnell beschleunigen wie möglich. Und dann geht das ganz schnell mal nach hinten los, vor allem ohne Traktionskontrolle. Ja, und dann ist da diese Boxenwand. Die ist echt gefährlich. Da muss man sehr aufpassen. Aber was haben wir denn da? Das sieht aus wie ein älteres Spiel, oder? Ah nee, das ist F1 2020. Ah, das ist ein MyTeam-Auto hier von ihm. Ah! Ja, das ist eine Scheißsituation. Da habe ich immer... Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Aber ich habe immer Angst, dass sowas passiert. Er war, glaube ich... Er, der das Video geschickt hat, war derjenige, der da so weggeschleudert wurde. Wollte einfach an die Box fahren. Und innen war halt ein KI-Fahrer, der wahrscheinlich nicht an die Box wollte. Ja, und dann, dann endet das so. Auch geil, wie das Rad da noch wegrollt. Wo ist der denn gelandet? Wo ist der hin? Alter, ich weiß es nicht. Den hat es aber komplett zerlegt, auf jeden Fall. Das sieht mir ganz nach Zandvoort aus. Oh, in Zandvoort kann es, glaube ich, auch gute Abflüge geben. Das ist so eine enge Strecke. Da kann ordentlich was schief gehen. Zu dritt nebeneinander sind die drei Jungs da. In dieser Kurve vor der zweiten DRS gerade müsste das sein. Noch sieht das aber alles sehr gut aus. Ganz, ganz gutes Racing eigentlich. Ja, nee. Ich glaube, das sollte auch kein Crash sein. Da wollte er einfach nur... Ja, war cool. Krass. Zu dritt nebeneinander. Da im Regen auch noch in der Kurve. Das ist nicht ohne eine leichte Berührung. Gibt es da ja okay. Aber das gehört dazu. Das sieht mir ganz nach einem Online-Rennen aus in Monza. Was hat der denn da gemacht, der eine? Okay. Komisch, der fährt einfach los, bevor überhaupt die Ampeln da sind. Das sollte ja mal absolut nicht gehen. Man kann den Frühstart machen, aber ich glaube erst, wenn irgendwie die dritte Ampel an ist oder so, erst dann könnte man losfahren. Aber so bevor überhaupt irgendwas geladen hat. Ich meine, bei dem einen lädt das ja sogar noch. Das habe ich so noch nicht gesehen. Mal schauen, was es hier noch so Spektakuläres gibt. Oh, da, irgendwas mit Klassikers. Schauen wir uns das mal an. Oh, Splitscreen, oder? Splitscreen. Ich habe noch nie Splitscreen-Gameplay, glaube ich, gesehen in dem Spiel. Und scheinbar scheint das auch nicht so gut zu funktionieren. Sehr interessant. Oh, F1 2012 mit dem Williams, mit dem wir ja auch damals unsere Saison gespielt haben. Ist das ein KI-Fahrer, der sich da so weghaut? Wenn ja, dann krass. Ich glaube fast schon, oder? Ja doch, das muss ein KI-Fahrer sein. Ich meine, er schaut sich die Wiederholung an. Und man kann sich ja nur die Wiederholung von sich selber anschauen. Damals ging das noch nicht, dass man die anderen Fahrer sich ansehen konnte. Heftig. Oh, das hier hat mich direkt angesprochen. Allein das Vorschaubild verspricht da schon eine Menge. Was genau war das? Was war das? Ich bin mir nicht sicher. Er stand da irgendwie auf der Strecke oder in der Auslaufzone? In der Auslaufzone müsste das sein, in Spa. Dann kracht ihm jemand voll rein, okay. Interessant. Ich hätte gerne die Perspektive von dem anderen gesehen. Ich glaube, die wäre ein bisschen spektakulärer. Ja, Moment. Kann das sein, dass der einfach so feststeckt in der Bande da? Das kann sein, oder? Deshalb sieht man da auch diese Reifen so krass am Anfang des Clips. Achtet da mal drauf. Gleich, wenn es wieder losgeht. Ich glaube, der steckt in der Wand fest. Das kann sein. Ach, schade, dass es da keine andere Perspektive von gibt. Ich glaube, das wäre echt cooler gewesen. Was haben wir da? Anscheinend irgendwie eine Last Man Standing Challenge. Viele machen das irgendwie. Das freut mich sehr, dass ich da einige Leute zu inspiriert habe, mal was Gescheites zu machen in einem Formel 1 Spiel. Okay, aber das ist jetzt nichts Krasses. Ja, obwohl doch. Ich meine, der Alpha Tauri ist ein KI, ne? Das ist Kwiat. Also, dass der da so ungebremst reinfährt? Na okay, aber das haben wir ja auch häufig erlebt. Manchmal ist die KI echt schlau und bremst gut ab, weicht aus, aber manchmal fahren die einfach ungebremst rein. Häufig haben wir es ja auch schon gehabt, dass die wirklich gezielt auf einen zusteuern irgendwie. Weiß nicht, das hatten wir ja ganz oft, dass ein KI abfliegt und dann kommt ein anderer dahinter, könnte eigentlich locker außen rumfahren, aber fährt dann gezielt irgendwie in den, der schon davor seinen Crash hatte, rein. Von daher ist das gar nicht mal so ungewöhnlich. Boah, das sieht krass aus. Ein richtiges Foto-Finish. Es sind zwei Bilder, nicht übersehen. Ach, hier sieht es so aus, als würde der vordere Mercedes das gewinnen. Das ist auch F1 2019. Wenn nicht sogar 18. Weil das noch der Silber der Mercedes ist. Boah. Wow. Okay, krass. Ey, sowas hatte ich noch nie.
ich weiß nicht, also es kommt schon mal vor, dass man irgendwie so 2/10 hat zwischen dem ersten und dem zweiten. Das passiert manchmal, aber nichts? Das ist schon heftig. Aber hier auf dem Bild erkennt man ja, dass das auf jeden Fall der vordere zuerst über die Linie gekommen ist. Zwar ganz knapp, wirklich einen Zentimeter gefühlt. Aber der war auf jeden Fall vorher dran. Ich frage mich, ob das auch derjenige war, der dann vorne war. Wirklich. Oder ob das Spiel ihn betrogen hat und es andersrum war. Keine Ahnung. Oh, ein Safety Car Clip. Das ist, glaube ich, immer gut. Mal schauen, F1 2019 ist das, mit dem schönen schwarz-goldenen Haas damals noch. Boah! Was geht da vor sich? Ein Safety Car Restart in Interlagos haben wir hier. Ja, und dabei dabei ist ein bisschen was schiefgelaufen. Alles klar. Boah, immer noch sogar. Boah, Alter! Das hört ja gar nicht mehr auf. Ich dachte schon, das ist vorbei, aber nein. Was zur Hölle? Okay, Alter. What the fuck? Das ist, glaube ich, somit das Krasseste, was wir heute gesehen haben. Wow. Was zum Teufel. Ich denke, das ist aber auch ein guter Clip, um das Video zu beenden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das cool findet, ob ihr mehr davon sehen wollt oder ob das einfach so eine einmalige Sache bleiben sollte. Und vergesst natürlich nicht, wenn ihr Bock auf mehr habt, auch eure Clips einzuschicken mit dem Hashtag Kaye_MG. Genauso wie mein Insta-Name auch. Könnt mir übrigens auch gerne folgen, falls ihr das noch nicht tut. Dort kündige ich häufig an, wenn irgendwie Livestreams anstehen oder ja, generell so ein paar Sachen, was man halt so auf Insta macht. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.